E-Mails auf Englisch verfassen oder internationale Anrufe tätigen. Das gehört für die Auszubildenden beim Wissenschafts- und Technologieunternehmen Merck in Darmstadt ganz selbstverständlich zu ihrem Arbeitsalltag dazu. Denn auf dem heutigen Arbeitsmarkt spielt Internationalität eine immer bedeutendere Rolle. In unserer internationalen Welt müssen unsere Mitarbeiter sehr mobil sein. Sie müssen agil sein, sie müssen flexibel sein, sie müssen in der Lage sein, verschiedene Perspektiven einzunehmen. Das ist auch für unsere Auszubildenden schon sehr wichtig. Deshalb wird das Thema internationale Qualifizierung bei Merck bereits in der Ausbildung besonders groß geschrieben. Ausbildungsleiter Dr. Thomas Koppe kümmert sich im Unternehmen um die Organisation von Auslandsaufenthalten für Auszubildende mit Erasmus+, dem EU-Förderprogramm für internationale Lernaufenthalte. Dieses Jahr entsendet er unter anderem zwei angehende Industriekaufmänner in ein anderes Land. Der Vorteil für die Auszubildenden ist, dass sie natürlich lernen, sich in diesen fremden Kulturen zu bewegen, andere Mentalitäten zu akzeptieren, ihren eigenen Mindset auch insoweit zu öffnen, aber letztendlich auch ihren Marktwert hier im Unternehmen zu steigern. Bei meinem Auslandsaufenthalt erhoffe ich mir zum einen die Verbesserung meines Englischs. Das ist so mein Schwerpunkt, den ich dort erreichen will. Dann natürlich das Kennenlernen von anderen Kulturen. Ich finde es total gut, ins Ausland gehen zu dürfen, weil dadurch werde ich einfach in meiner Persönlichkeit mich sehr stark entwickeln und des Weiteren eben auch meine Englischsprachkenntnis verbessern, um eben auch in meinem Betrieb und meinem Berufsleben Vorteile zu erlangen und besser gewappnet zu sein für den Beruf. Die Auslandserfahrungen stärken aber nicht nur die Kompetenzen der Auszubildenden. Sie erhöhen auch die Attraktivität des Unternehmens als Ausbildungsbetrieb und Arbeitsplatz. Wenn wir uns auf Messen präsentieren, kommen häufig junge Leute auf uns zu und fragen uns nach Auslandsaufenthalten, die Möglichkeiten des Angebots in unserem Unternehmen. Daran erkennen wir, dass es eigentlich ein Must heutzutage ist, so etwas zu haben, um letztendlich als attraktiver Arbeitgeber in diesem War for Talents, von dem wir ja immer alle reden, bestehen zu können. Die beiden Leons gehen als Erasmus+-Stipendiaten in die Niederlande, um bei Merck am Standort Amsterdam für 3 Monate ein Praktikum zu absolvieren. Hier arbeiten sie in einem internationalen Team aus 30 verschiedenen Nationalitäten und sprechen tagtäglich Englisch. Außerdem nehmen sie regelmäßig an Workshops teil und lernen die Arbeitsabläufe vor Ort sowie neue Arbeitstechniken und Programme kennen. Ich denke, obwohl es die gleiche Firma ist, ist es einfach ein ganz anderes Umfeld. Es ist zwar kleiner, aber es ist sehr international. Die Arbeitsweisen werden sich sicherlich unterscheiden und man muss eine andere Flexibilität an den Tag legen. I think Erasmus Plus is a very good thing because we can learn from each other, the apprentices and Merck, both of us. We can definitely say that this program is a win-win situation. Der Standort in Amsterdam ist aber nur ein möglicher Praktikumsort für die Auszubildenden. Mittlerweile schickt das Unternehmen mehr als ein Drittel seiner Azubis in die verschiedensten Länder der Welt. Wir entsenden zu Tochterunternehmen oder Gesellschaften im Ausland von Merck, aber auch an Forschungsinstitute, mit denen wir Forschungskooperationen haben. Wichtig ist für uns, dass der Inhalt passt, der an dem Standort vermittelt wird. Also dass hier auch wirklich noch ein Dazulernen, nicht nur im kulturellen Sinne, sondern auch im fachlichen Sinne erfolgt. Denn so profitieren, auch langfristig gesehen, alle im Unternehmen von der Mobilität und Internationalität der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Deshalb stellt das Unternehmen auch selbst die Förderanträge für Erasmus+. Ja, die Förderanträge machen Arbeit, aber die Arbeit ist schon deutlich weniger geworden. Wenn ich anfangs an die ersten Jahre denke, da waren diese Anträge wirklich kompliziert, aber heute sind sie wirklich gut und einfach zu bearbeiten. Und für uns lohnt sich die Arbeit. Ich habe auch in den verschiedensten Ländern schon gearbeitet und empfinde diese Zusammenarbeit über verschiedene Kulturen hinweg als extrem bereichernd. Diversität ist besonders wichtig, weil wir dadurch auf neue Ideen kommen können, viel innovativer sein können. Und es ist eine sehr, sehr wichtige Fähigkeit für uns, dass wir lernen, Diversität positiv zu nutzen. Zurück in Deutschland können auch die beiden Auszubildenden ihr neu erworbenes Wissen anwenden und weitergeben. Ihren Kolleginnen und Kollegen sowie anderen Auszubildenden in Darmstadt berichten sie von ihren Erfahrungen und was in Amsterdam alles anders läuft. Das Praktikum hat mir gezeigt, dass ich fähig bin im Auslandsarbeiten. Ich hatte mir im Vorfeld nicht vorstellen können, mir macht es einen Riesenspaß, im internationalen Team zu arbeiten. Und von daher kann ich mir auch nach der Ausbildung vorstellen, eventuell ins Ausland zu gehen.
dass Merck das Thema Ausland unterstützt, finde ich super. Dass wir diese Gelegenheit bekommen, stärkt einen nochmal persönlich. Man bekommt vielleicht auch eine intensivere Bindung zur Firma. Und es überzeugt einen dann nochmal mehr, auch im Nachhinein länger bei Merck zu arbeiten. Aber auch an ihre Erlebnisse außerhalb des Praktikums in Amsterdam denken die beiden gerne zurück. Schließlich geht ein Erasmus-Plus-Aufenthalt immer mit beidem einher: dem beruflichen und persönlichen Mehrwert.